Auszahlstopp für 3 Monatsrenten wegen 60 Milliarden Haushaltsloch sollen Rentner Einkaufsgutscheine erhalten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt der Bundesregierung hören die Nachrichten nicht auf, und zwar die Nachrichten, die die Kürzungen der Renten beinhalten. Das heißt also die Leute, wie zum Beispiel die Professorin Wirtschaftsweise Frau Grimm, die das Ende der Rente mit 63 fordert, aber auch der Finanzminister aus Baden-Württemberg, Bayerz, der ja auch in dasselbe Horn hineinbläst, oder aber dann auch das Thema mit der Abschaffung Mütterrente 1 und 2 und vieles andere auch. Und all diese Nachrichten, meine Damen und Herren, haben nur eines zum Ziel oder haben eines offensichtlich zur Folge, dass viele Menschen in Deutschland völlig verunsichert sind. Und ich, meine Damen und Herren, denke mir so etwas, was ich in der Videoansage nicht aus, sondern ich habe tatsächlich eine Mail bekommen und die möchte ich Ihnen einfach mal zeigen. Ich habe selbstverständlich sämtliche Daten dort geschwärzt, die darauf hinweisen lassen können, dass Sie den Aussteller oder die Ausstellerin erkennen. Aber ich würde es Ihnen wirklich mal zeigen, dass Sie mal sehen, was wir hier bei Rentenbescheid24.de alles so reinbekommen. Ja, und ich steige hier schon mal voll ein. Das können Sie sich alles mal in Ruhe selber angucken. Hier, die Mail ist vom 4.12.2023, 13.25 Uhr, direkt an mich gerichtet, an Peter Knöppel. Hallo Herr Knöppel, ich sage jetzt mal Erika Mustermann und mir brennt eine Frage auf der Seele. Mir wurde am Wochenende eine Nachricht zugetragen, dass unsere Regierung sich mit dem Gedanken befasst, alle Renten für 3 Monate nicht auszuzahlen, sondern in den Haushalt, in den Staatshaushalt fließen zu lassen. Dafür sollen in der Zeit wohl die Rentner sogenannte Einkaufsgutscheine erhalten. Ganz nach dem Modell in Amerika. Ist an dieser Nachricht etwas dran oder nur ein Gerücht? Meine Damen und Herren, Sie wissen schon selbst oder Sie können sich selber ausmalen, was an dieser Nachricht dran ist, nämlich nichts. Ja, das sind, wenn sowas verbreitet würde, ist das absoluter Bullshit. Fake News würde ich jetzt auch noch sagen, wohlgesonnen sagen, Fake News, einen anderen Begriff möchte ich gar nicht dafür nennen. Ich halte diese Nachrichten absolut oder diese Informationen, die hier verbreitet werden oder vielleicht im Internet verbreitet werden oder auch irgendwo privat verbreitet werden, für absolut unverantwortlich. Aber letzten Endes, Ursache dessen, was wir hier erleben, ist der Ausfluss der Forderungen, die Rente mit 63, die Mütterrente 1 und 2 abzuschaffen und auch gegebenenfalls darüber nachzudenken, ob man hier nicht Rentenleistungen generell kürzen sollte, um den Staatshaushalt zu sanieren. Ja, so ähnlich wie auch mit der Forderung, dass man die Bürgergelderhöhung zum 01.01.2024 zurücknehmen möchte. Alles Gerüchte, die dazu führen, dass solche Informationen zu uns kommen und die Leute völlig verunsichert sind. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt mal noch was anderes, damit Sie sehen, wie die Antwort eigentlich lautet. Und das ist nochmal die Antwort, die ich auch nicht selbst erfunden habe, sondern auch, die Sie auf der Internetseite von der Deutschen Rentenversicherung nachlesen können. Und da steht, können die Renten aufgrund der Haushaltslage gekürzt werden? Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung vom 29.11.2023. Und da ist es ganz klar und eindeutig, und das ist auch aktuelle Rechtslage, und dazu stehe ich letzten Endes auch und sage auch, so ist es richtig, was die Deutsche Rentenversicherung sagt. Die Höhe der Renten ist per Gesetz geregelt. Das heißt, haben Sie einen Rechtsanspruch auf diese Renten, steht Ihnen die Leistung zu und kann auch nicht gekürzt werden aufgrund der aktuellen Haushaltslage. Selbstverständlich können Rentenleistungen im Einzelfall gekürzt werden. Das hat aber nichts mit einem rechtswidrigen oder aber wie auch immer verfassungswidrigen Bundeshaushalt zu tun. Denn der Bundeshaushalt ist für die Rentenleistung völlig uninteressant. Das heißt also, wenn Sie einen Rechtsanspruch auf die Rente haben, muss die Rentenversicherung zahlen. Wenn die Rentenversicherung das Geld nicht hat, holt sie sich das Geld vom Bund. Schlicht und ergreifend ist das so. Im Übrigen, bitte nicht vergessen, wir haben auch eine sogenannte Rentengarantie. Das heißt also, Rentenleistungen können nicht gekürzt werden. Letzten Endes ist es schlicht und ergreifend so, dass, so sagt es auch die Rentenversicherung, die Zahlungen
des Bundes an die deutsche Rentenversicherung auch nicht von der aktuellen Haushaltslage abhängig sind. Bitte lesen Sie sich das hier auch nochmal in Ruhe durch. Mein Fazit zu all dem, was Sie hier hören und lesen im Zusammenhang mit Kürzung von Renten, Abschaffung der Rente mit 63, Mütterrente, dann möglicherweise Zahlungsstopp für 3 Monate, Rentner sollen Einkaufsgutscheine bekommen. Meine Damen und Herren, das ist alles schlicht und ergreifend falsch und entspricht nicht der aktuellen Lage, wie wir sie jetzt am Anfang Dezember 2023 haben. Die Rechtslage ist eindeutig. Jeder Rentner, der einen Anspruch auf seine Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente hat, hat einen Zahlungsanspruch, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Laufende Renten können nicht gekürzt werden. Und deshalb ist auch diese Mitteilung oder diese Behauptung, dass hier ein Zahlungsstopp kommen könnte von 3 Monaten, völlig daneben und entspricht nicht der Tatsachenlage. Lassen Sie sich bitte alle von diesem Irrsinn, der da verbreitet wird, nicht verrückt machen. Gegebenenfalls, wenn nochmal sowas auftauchen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Rentenversicherung und die wird Ihnen da sicherlich auch nochmal was dazu sagen. Oder Sie schauen sich diese Videos an, die wir hier zu diesem Thema auch veröffentlichen. Ich würde Sie auch darum bitten, dass Sie vielleicht dieses Video letzten Endes in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis einfach mal weitergeben, dass die Leute sich das in Ruhe mal angucken können und dann hier sich ihre Meinung bilden können. Ich möchte einfach nur mit Fakten arbeiten und das, was ich hier zugetragen bekomme, entspricht de facto nicht der Wahrheit und ist einfach nur Bullshit. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.